Hallo, liebe Hungrige. Jägerrouladen, das hat doch bestimmt was mit Pilzen zu tun, werdet ihr denken und habt natürlich völlig recht. Sie sind eine leckere Alternative zu herkömmlichen Rouladen und könnten natürlich auch was für Ostern sein. Wir brauchen dafür Pfeffer, Salz und Öl, Rinderbrühe, noch besser Rinderfond. Wir brauchen etwas Weißwein, den ihr, falls es eben kein Alkohol sein soll, auch durch hellen Traubensaft ersetzen könntet. Wir brauchen Zwiebeln, Senf und Tomatenmark. Außerdem Sahne, Schweinerouladen oder Schnitzel, Suppengemüse, also Sellerie, Lauch und Karotte. Natürlich die Pilze. Ich nehme dafür gern braune Champignons. Wir brauchen Schinken, ich nehme Schwarzwälder und frische Kräuter, nämlich Petersilie und Thymian. Falls ihr keine Schweinerouladen, sondern Schnitzel verwendet, müsst ihr diese erst platt machen. Dazu Frischhaltefolie auf die Arbeitsplatte legen, das Schnitzel darauf, mit einer weiteren Schicht Frischhaltefolie abdecken und dann plattieren. Am besten natürlich mit dem Plattiereisen, werden aber sicher nicht alle im Haushalt haben. Dann nehmt einfach eine schwere Pfanne oder auch einen schweren Topf und drückt damit das Fleisch flacher. Also so ungefähr. Ich verwende Rouladen, aber das ist ja nicht entscheidend. Diese werden nun mit Senf bestrichen. Das muss keine dicke Schicht sein, aber seid auch nicht zu knausrig. Dann würzen, und zwar mit Salz, ebenso mit Pfeffer. Und dann legen wir Schinken darauf. Flächendeckend empfiehlt sich, also in dem Fall 2 Scheiben. Und das gilt natürlich für alle Rouladen. Und dann könntet ihr diese von der schmalen Seite her aufrollen. Ich finde aber eine andere Methode besser. Und zwar wird da von beiden Seiten her zur Mitte hin ein Stück eingeschlagen und anschließend werden sie dann von der anderen Seite her aufgerollt. Sie bekommen dadurch eine schön stabile Form. Trotzdem kann es nicht schaden, noch ein bisschen zu fixieren, entweder mit Garn. Ich jage aber lieber 2 Zahnstocher durch. Anschließend die Rouladen auch von außen würzen und zwar wieder mit Salz und mit Pfeffer. Sind die Rouladen dann soweit, müssen wir noch ein paar Vorbereitungsarbeiten erledigen. Das Selleriestück wird gewürfelt, die geputzte Möhre ebenso, den Lauch schneiden wir in schmale Ringe und die geschälte Zwiebel wird gewürfelt. Und nun geben wir Öl entweder in einen Bräter oder in eine Schmorpfanne. Wo ihr eine solche herbekommt, dazu findet ihr einen Link in der Infobox. Das Öl erhitzen und nun die Rouladen hineingeben. Diese rundherum anbraten, das heißt, sie müssen also ab und zu auch mal gewendet werden. Sind wir dann soweit, kommen nun auch die Zwiebeln mit in die Pfanne. Auch das Tomatenmark geben wir jetzt dazu. Und außerdem das vorbereitete Suppengemüse, also die Selleriestücke, die gewürfelte Möhre und die Lauchringe. Das Gemüse noch ein bisschen verteilen, etwas unterrühren und dann kurz mit anbraten. Und dann wird abgelöscht. Und zwar mit dem Weißwein und ebenso mit dem Rinderfond, alternativ eben Rinderbrühe. Dann legen wir einen Deckel auf und geben alles in den Ofen. Wenn ihr euch nicht sicher seid bezüglich der Haltbarkeit, umwickelt, so es sich um einen Plastikgriff handelt, diesen mit etwas Alufolie. Bei 200 Grad Ober- und Unterhitze wird nun alles für 80 Minuten, also 1 Stunde 20, geschmort. Die Zwischenzeit nutzen wir, um die Pilze vorzubereiten. Das heißt, wir putzen sie und schneiden sie in Scheiben und die geschälten Zwiebeln in Ringe. Dann geben wir etwas Öl in eine große Pfanne, erhitzen es und bestücken die Pfanne dann mit den Champignonscheiben. Diese nun im heißen Öl kurz anbraten, umrühren dabei und dann geben wir auch die Zwiebelscheiben mit dazu und braten alles weiter an, bis die Pilze am Ende schön gebräunt sind. Wir stellen sie kurz beiseite, nehmen nun die fertig geschmorten Rouladen aus dem Ofen und die Rouladen dann aus der Schmorpfanne. Diese zwischenzeitlich warm stellen, zur Soße gießen wir nun die Sahne und streuen außerdem die abgezupften Thymianblättchen mit hinein. Die Pfanne auf den Herd geben, alles gründlich miteinander verrühren und aufkochen lassen. Dann die Hitze reduzieren und weiter köcheln lassen, bis die Soße etwas reduziert ist, also durch Verdampfen an Volumen abgenommen hat. Dann nehmen wir einen Pürierstab und pürieren die Soße. Anschließend wird abgeschmeckt und gegebenenfalls eben gewürzt mit Salz. Und auch mit Pfeffer. Und wenn ihr die Soße etwas sämiger möchtet, gebt noch ein bisschen Soßenbinder, alternativ Speise- oder Kartoffelstärke hinein. Alles nochmal gründlich miteinander verrühren, kurz nochmal aufkochen lassen. Und dann geben wir in die nun fertige Soße die vorbereiteten Pilze hinein, alles miteinander vermengen, anschließend auch die Rouladen hineingeben und alles nun bei niedriger Temperatur für etwa eine Viertelstunde durchziehen lassen. Und das war's, wir können auftun. Kartoffeln passen natürlich prima dazu. Streut noch ein bisschen frische gehackte Petersilie darüber und genießt dann dieses deftig leckere Essen. Wie gesagt, kann man auch am Feiertag anbieten. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit.
Falls ihr allerdings lieber eine Rouladensuppe kochen möchtet oder euch ein Jägerschnitzelauflauf lieber isst, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.